Hat ja schon fast ein bisschen was von Call of Duty jetzt hier. Soap. Kind of name is Soap. Nein, noch nicht mit der Schlonze, Freunde. Ist tatsächlich sehr angenehm mit dem Hubschrauber da oben. Wenn ihr natürlich mit dem Scheinwerfer erstmal alle platt macht unten. Finde ich gut. So, mein kleiner Blackhawk, dann kommen wir mit. Weiter geht die Journey. Sturm jetzt einfach vor. Oha, noch nicht zu weit. So, warte mal, ganz kurz hier mal ins Licht stellen. Ach so, ach, das gibt mir jetzt kein Leben wieder, oder was? Schade eigentlich. So, okay, komme ich denn. Ja, okay, alles klar. Wir müssen hier lang. Oh, wo? Wir können nicht hier bleiben. Rein da, rufen Sie uns, wenn Sie den. Ach, Mann. Oh, Alter, schmuck mal nicht ab hier vorne. So, die Frage ist, wo kommen wir denn hin? Okay, warte mal, hier führt uns noch ein Graffiti hier vorne hin. Ah, wunderbar. So eine Kiste. Ja, die Leuchtpistole hätte ich jetzt auch eigentlich benutzen können. Aber naja. Man muss sich auch mal spannend machen, so kurz vor Tod. So ein bisschen Nervenkitzel bieten hier zusätzlich noch. Schnell die Waffe wechseln, nachladen. Gottes Willen, ey. Und hier treibt sich Cynthia rum. So, da gibt es aber schönere Orte. Und schon kommt die Finsternis. Hol mal die Shotgun raus. Oh, von oben. So, ich bin hier. Reload! Siehst du, was passiert, wenn die Penner hier von Häusern runterspringt und mich überfallen wollt? Ach, ja, kann mich leider immer nur das Logo entschuldigen auf dem Schild des für diese kleinen Momente. Man hatte es hier des an allen Wahnsinns. Möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Hm, Safe Haven, alles klar, okay, wir schauen mal rein. Keinen Schritt weiter! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie's. Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf junger Sie. Junger Mann. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Alles klar. Du, ich plünder mal hier kurz deine Vorräte. Hm, von hilft damit? Er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Nee, ich hab doch keine Wahl. Das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Bricht gerade das Licht zusammen? Oder wie wird es da draußen? Das Standwerk ist etwas beschädigt worden. Die
ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Der Schalter befindet sich draußen. Ist ja toll. Okay, vielen Dank, Cynthia. Das hat auf jeden Fall ein bisschen was geholfen hier. So, dem Umspannwerk den Strom abklemmen. Ah, verdammt. Komm hier rein? Nee, komm nicht. Nicht doch, nicht doch. Kurzen Distanzen. Ach, ich bin echt nicht gut da drin. So. Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Rule number one, never go out at night. Tja, könnte auch von Dying Light stammen, der Spruch. Okay, ich sehe eine Menge Schalter. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Gucken wir mal. So, das macht Tor 1 auf. Das macht Tor 2 auf. Und das macht... erstmal hier zu. Aha. Okay, warte mal, wo kommen wir denn hier durch? Okay, damit müssen wir denn darüber. Also würde ich jetzt erstmal ganz kurz sagen, die gehen auf. Schön. Okay, dann mal rüber hier. Ich hoffe, die sind jetzt nicht irgendwie zeitgesteuert. Ah, sieht gut aus. Rule number two, keep the lights on. Bei den Dingern weiß ich immer nicht, ob das auch so ein Pseudo-Collectible ist, irgendwie mach alle Dinger hier kaputt. Ho, 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 ho. Yay. Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkeln. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Okay, also machen wir ein bisschen Jump'n'Run hier. Eieieiei. So, okay, cool. Wir sind drüben, aber wahrscheinlich werden gleich Feinde kommen. Stimmt, gleich. War ebenfalls von Dunkelheit besessen. Oh nein! Auf die Ausrüstung achte! So, was ist das nicht erwischt? Verdammt! So, okay, gut. Die Sache hat mich jetzt 2 Blendgranaten gekostet. Ist okay. Okay, Cynthia. Kabel, ihr macht, was du wolltest? Jetzt mach, was ich will. Wahrscheinlich ist sie weg. Nee, sie ist noch da. Cool.
Cynthia? Hier entlang, junger Mann. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Okay. Wir müssen hier entlang. Na dann. Ich kannte sie beide. Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatten. Und dann fing Tom an zu schreien. Er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, ja, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Tom es war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Das will ich auch eine Lampe. Versicherung. Er hat mir vertraut. Curse of Thompson. Tom wusste um meine Gefühle, wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das. Sag mal, Schraum. Woher wissen Sie das? Alter. Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir, im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Als wenn du jetzt hier Empfang hättest. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort. Okay, ich sage Sarah. Ah, Sarah also. Oh nein, scheiße, verdammte Shit! Barry! Oh nein. Barry! Oh, ich hoffe, die beiden leben noch. Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Okay, alles klar. Ja, ich meine, man kann es halt verstehen, ne? Auch Scheiße. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Brennender Hubschrauber ist nicht gut. Oh Gott, wie kann man denn wirklich... Sie fein, dass wir so ein nasser Sack... Ich muss mir um Sie keine Sorgen machen. Sie wusste, sich zu schützen. So, was haben wir da? The Wallet Room. Manuskriptseite. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Oh nein. Ich meine, mit Glück sind sie nicht tief gefallen, aber das Ding brennt halt auch irgendwie. Also, na. Die Vögel noch da? Ja, jetzt hätte ich's. Damit völlig provoziert. Und ich sollte mal hier gehen. Nicht lange fackeln, irgendwie kurz Prozess machen. Okay, sagen wir doch so. 14 Schuss für einen Räuber. Der hat aber jetzt abgenommen hier. Oh Mann. Haben denn eigentlich hier die Vögel noch eine andere Bedeutung? Also stehen die übergeordnet für irgendwas, was ich hier noch nicht erkenne? Grundsätzlich muss man sagen, der Plot ist ja jetzt erstmal soweit, erstmal grob skizziert. Ne? Also wir wissen ja, um was das jetzt so grob geht. Oh, oh, oh.
Was ich gerne noch wissen wollen würde, ist tatsächlich, was ist diese Dunkelheit und warum? Warum ist sie hier? Und natürlich A, wie... Achso, oh, sind sie. So, wie kommen wir natürlich aus der Nummer raus? Und ist Alice jetzt wirklich... Ist sie tot? Ist sie nicht tot? Wir sind am Hubschrauber. Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus. Ja, sieht schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Okay, gut. Na, mal schauen, wie wir jetzt zu diesem erleuchteten Raum kommen. Oh, warte mal, gerade hier. Achso, der Ballet Room. Okay, der geht hier lang. Ah, ich hör doch schon. Oh, wer war bei? Ich komme! Bada bam, bada boom! Robert, wo ist der hin? Nee, mach mal nicht. Ich so, habe ein hier. Anderes Ende im Sinn. Vorne geht's noch mal irgendwie scheinbar zu einer Kiste. Ich wusste, du schaffst. Die holen wir uns. Das flammende Auge von Mordor. Das flammende Auge von Mordor. Waffen nachladen. Kann ich hier runter glibbern, ja, ne? Ja. Sehr schön. So, finden wir hier noch irgendwas? Nope. So, okay. Dann weiter. Also man muss so sagen, toll inszeniert das Spiel. Ich finde es wirklich super irgendwie. Ich finde es auch schön irgendwie, dass ich jetzt tatsächlich auch noch die Remastered-Version habe. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern sie sich drastisch vom Original unterscheidet. Aber ist natürlich cool irgendwie, weil ich weiß jetzt nicht, wie das Original Alan Wake von, ich weiß gar nicht, 2010, 2014 gealtert ist. Von daher bin ich auch sehr dankbar über die Remastered-Version. Nein! Es sind mehrere! Nicht bewegt sich so! Das ist unmöglich! Harry, weg da! Nimm was! Zu schnell! Ich treffe ihn nicht! Habe ich jetzt gerade die ganze Zeit auf den Boden geschossen? Kann das sein? War's das? Sind wir sicher? Das war. Wow! Ich glaube, das war's! Das ist eine großartige Aussage. Das war. Wow, ich. Das war's. Wir müssen gut aufpassen. Ich meine, das ist ja schon allein so mit dem Mondlicht hier. Das ist schon wirklich Hammer. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. So, the Taken are filled with darkness. Okay. So, hier haben wir noch ein bisschen Kaffee. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Was wo? Zurück, mach schon, Sarah. Dauert ja ewig hier bei dir. Mensch. Achtung, da kommen sie! Oh nein! Oh nein! Kommen! Wir müssen sie abwehren! Also, ich wäre schon dabei, junge Dame.
Definitiv. Er ist gleich da, Wake. Halten Sie durch. Also, ich bin mein bestes Ding in dem Falle. Aua. Und das ist diese Blendgranate, ihr Pappnasen. So. Das ist der L. Wir verpassen. Komm, Sarah. Wir sind fast da. Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm. Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse. Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Du, Barry, wir wissen es doch ohne besser. Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Schön vorsichtig, okay? Oh Mann, ich hasse das. So, ist da vorne jetzt der beleuchtete Raum? Oder nur wieder ein weiterer Aufzug? Okay, Wake. Da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet. Das weißt du doch gar nicht. Hier ist einfach nur ein Knopf. Da ist was kaputt. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Also man könnte schon drunter durchlaufen jetzt. Ist ja klar. Ist ja klar. Hey, was ist hier los? Auf diesem Weg kommen wir zum Staudamm. Was ist da draußen los? Geht vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Scheiße, okay, ja. Toll. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Lauf doch mal los. Quatsch nicht rum. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, die Kampftrommel. Guter Baum. Runter. Runter. Oh, eine Manuskriptseite. Thomas Zane wusste, dass er alles vernichten musste, dass dieses Grauen ermöglicht hatte, auch sich selbst. Nur so konnte er das entfesselte Dunkel, das ihn durch die Augen seiner toten Liebe ansah, verbannen. Doch er wusste auch, dass es trotz seiner Mühen vielleicht zurückkehren konnte. Also schuf er noch, während er sich selbst und seine Arbeit in die Nicht-Existenz schrieb, eine Hintertür, eine Ausnahme der Regel. Alles von ihm, das in einem Schuhkarton war, sollte bleiben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Story wiederholen wird und wir wahrscheinlich Alice... die von der Dunkelheit wahrscheinlich kontrolliert wird, nachher als Feind haben. Also ähnlich wie Thomas und Barbara. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das quasi wiederholt. Warte, da muss ich durch. Da muss ich jetzt durch. Ja. So, ja. Das bringt nichts für den Vögel wegzurennen, irgendwie, weil die sind schneller. Nein. Das ist aber schön, dass Cynthia auf jeden Fall hier überall schon mal kleine Graffitis hingeschmiert hat, wo es zum beleuchteten Raum geht. Oh, ein großer Scheinwerfer, das ist schon geil. Okay, cool. So, können wir den benutzen? Bitte, ja, kann ich. Der ist am wichtigsten.
Mann. Oha, okay, das ist viel. Nicht doch! Fuck! Scheiße. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ich kann Hobby oder Arbeit sein. Okay, dann mal schnell hin hier. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. So, war ja klar. So, kriegen wir den erstmal weg. Na? So, nachladen. Ich glaube, ich muss rennen. Oh. Stopp, es reicht. Alter. Okay. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Fersen hält. Ja, den können wir umziehen. War kein Problem. Aber jetzt gleich schon wieder hechel. Ah. Mann, lauf, lauf. Bewegung, 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 Bewegung. Mach doch hinne! Oh. Mann, mach hinne, ey! Alter, lauf doch mal! Gib dir doch mal die Identität, die das mal stand! Vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort.
Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Okay. Die Frau ist vorbereitet, kann man nicht anders sagen. Im Norden am Raincove Point ist ein alter Armeestück. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Also so, in dem Raum nimmt es keine Schatten, würde ich jetzt so nicht unterzeichnen. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Tja, Alan, das, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Tja, weil wir eine Erfindung von Thomas Zane sind. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden.